Ich fahre als allererstes mal hier runter in diesen Suchbereich. Dann fahren wir zu diesem Suchbereich. Zu diesen zweien. Und dann gucken wir mal. Dann würde ich vielleicht hier oben einmal den Bogen machen. Und dann haben wir vielleicht mal hier wenigstens alles erledigt. Mal gucken. So, hier bin ich wieder. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, so wirklich bereit fühle ich mich noch nicht. Da lag ein Toter, aber ignorieren wir jetzt gerade mal, sonst kommen wir nie voran. Ja. So, und jetzt hier rechts oben soll es schon sein. Und das sind auch noch welche. Ist das ein Scharfschütze? Oh ja, der hat eine Waffe. Okay, warte, ich parke hier drunter, dann kann er nichts machen. Na, Freund. Das ist aber nicht fair. Tja. Oh, lol. Okay, wenn ich sehe, was der für ein Einschussloch im Sand hinterlässt. Da habe ich aber nicht so Lust drauf, getroffen zu werden. Es war nur Kratzer. So, jetzt ab nach oben. Den hole ich mir. Vorsichtig. Komm, mach einen Fehler. Hier! Tja. Kommt hier wieder eine Sturm, oder? Achso, ne, wir sind hier direkt an so einer Route. Alles gut, zwei Sniper-Gewehrkugeln. Kleiner Außenposten hier. Nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Denen lassen wir nichts. Ich meine, jetzt brauchen sie es auch nicht mehr. So. Wunderschön. Ich meine, die haben hier wenigstens jetzt wirklich so einen Grill. Die werden wahrscheinlich auch Menschenfleisch essen oder irgendwelche Ratten oder so. Aber die haben wenigstens einen Grill. Auffüllen. Wir hätten eigentlich zuerst trinken können. Warte mal. So. Ich weiß auch nicht, was bei mir aktuell los ist, aber irgendwie brennen mir in letzter Zeit ziemlich die Augen. Ich weiß es nicht. Am Schlafmangel kann es nicht liegen. So, habe eigentlich heute ganz gut ausgeschlafen. So. Dass ich die ganze Zeit am Monitor sitze, kann es eigentlich auch nicht sein, weil... Das ging bis jetzt immer ganz gut, ja. Ich bin jetzt noch nie Probleme. So, dann würde ich einfach mal hier das markieren und wir schauen weiter. Ein Teil nach dem anderen. Kann ich hier einfach abkürzen oder? Das ist eine doofe Idee. Funktioniert ganz gut. Hier sollte ich nicht abkürzen, warte mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte mal. Das wäre die letzte Abkürzung gewesen, die wir nehmen. Hier vorne, das ist wirklich so ein ganz kleines Camp nur. Kurz reinfahren. Lialo. So. Ich mag dieses Kämpfen, es ist echt wirklich voll cool. Das Feedback ist super. Von dem Schlag. Okay. Na komm schon. Greif mich an. Na warte, ich will diesen Anlauf machen. Hier. Das war's. Die sind erstmal fertig. So, hier gibt's ein bisschen Essen. Brauchen wir gerade nicht. Ein Schrott. Ein einzelnes Stück Schrott war das. Echt jetzt? Okay. Interessant. So. Ich bin grad, nee. Kurz was gedacht. Warte mal, was? Das war aber nicht ich, ne? Nö, das war ich nicht. Ich wollte schon sagen. Irgendwie wird's nicht mehr so gut. Ein bisschen zu stark zugeschlagen. Alles gut. 100 Schrott kriegen wir von Verbündeten Lagern. Warte mal. Ist noch nicht fertig. Von Verbündeten Lagern.
Hier ist noch irgendwas. Was habe ich denn übersehen? Hier gibt es noch ein Bauteil. Guck mal an. Soll ich hier mal aufmachen, bitte? Wasserspeicher. Hier gibt es aber auch noch ein Teil. So, jetzt haben wir es geschafft. Und dann auf zum nächsten Ziel. Ist auch mal ganz schön, hier so ein bisschen was vervollständigen. Ich würde jetzt einfach mal den hier dann mitnehmen. Kann ich da einfach nach oben fahren oder ist es hier zu steil? Ich glaube, wenn ich hier so cruisen sollte, das funktionieren. Nur das Doofe ist, wir kommen jetzt hier wieder an so einer Strecke vorbei, an der eine Kolonne immer mal wieder durchfährt. Ich hoffe, dass das Ganze problemlos klappt. Wir werden es sehen. Na komm schon. Hier. Mach doch mal eine kleine Pause. Leg dich mal hin und ruh dich aus. Genauso du. Hier. Oh, es ist so gut. Oh, lol. Nice. Geiler Move. So, okay. Das wäre alles. Was habt ihr denn hier? Weißt du, wir wollten ja einfach nur in Frieden wohnen. Haben keinem was getan. Und dann komme ich einfach an und prügel alles aus denen raus, was sie haben. So, da fährt jetzt ein Konvoi vorbei, aber auf die ignorieren uns. Ja, alles gut. Wir halten nicht an. So, mach ich kurz nach oben. Was ist gerade für ein Zeichen oben rechts? Was bedeutet das? Muss mich das interessieren, oder? Okay, das hier wäre erledigt. Kollege, wo kommst denn du her? Bist du hier gerade stehen geblieben und... Ich glaube, der ist vom Konvoi. Yo, der ist hier gerade vom Konvoi weggebrochen und hat sich hingestellt. Ach krass. Ich glaube, wir sind hier fertig. Warte. Weiß nicht, ich denke mal. Wieder nach unten. Vorsicht, wir nehmen die Leiter. So. Schaut gut aus. Oh, der ist hier echt mit dem Auto angekommen. Cross, cross, cross. Hier oben auf die Leute aufgehängt. Okay, so viel dazu, dass sie niemandem was getan haben. Ja, ich nehme es dann wohl zurück. Wie konnte ich die denn vorher übersehen? Ja, denen wurde eventuell ein kleines bisschen wehgetan. Das ist nicht so gut. Hauen wir mal ab. Jetzt können sie ja niemandem mehr was tun. Alles ist gut. Oh no. Oh no. Was tue ich denn? Ich bin aber der beste Fahrer, den es gibt. So, jetzt aber. Hier unten. Oh Gott. Lass mich da einfach hin. Was ist das hier? Das hier ist eine Höhle. Oder was? Okay, mach das. Okay, ich geh mal lieber hier übers Metall. Das ist eine kleine Höhle. Ja, krass. Let's go. Licht an. So. Ich höre auch jemanden. Ziemlich sicher, dass ich da unten jemanden höre. Hallo. Wie geht's denn, Freunde? Nicht mit Steinen schmeißen. Wo sind wir denn? Ja, warte mal. Ich steck fest. Hilfe. Geh mal kurz hier runter. Komm. Können wir ein bisschen Party machen. Let's go. Viel Spaß da unten mit dem Schlamm. Das schmeckt hoffentlich gut. Das ist ölige Zeug. Dann kommen noch mehr. Okay. Mal weiter. Oh, hallo.
Ja, hier sind noch so ein, zwei. Und der Wutmodus. Boah. Wie wir die wegrotzen. Na, willst du auch noch was? Boah, die sind ja komplett eingesunken. Kein schönes Ende. Auf jeden Fall nicht. Ein bisschen Munition. Ein Messer. Naja, immerhin. Ein bisschen Schrott. Dann wären wir hier auch schon wieder fertig. Ja, echt eine kleine krasse Höhle hier. Schönes Versteck hatten die. Könnte man wohl viel draus machen, aber jetzt ist es verlassen. Okay, hier nach oben. Wir reinigen einfach die ganze Welt jetzt hier. Und am Ende ist wieder alles toll. Stellen den Frieden wieder her. So. Licht aus. Zurück ins Auto. Da sind wir hier unten im südlichen Bereich der Region sogar schon fertig eigentlich. Guck ich mal ganz kurz. Wir könnten bei Griffa vorbeischauen. Und dann machen wir hier oben die Vogelscheuche und die letzten paar Dinger. Warum eigentlich nicht? Oder wir schauen halt danach bei Griffa vorbei, aber ist halt direkt um die Ecke. Wird sich jetzt auch schon lohnen. Ja, sehen wir aus. So, hier waren wir ja schon mal. Hey! So. Der interessiert mich aber eigentlich gar nicht. Auch wenn er uns jetzt hinterherkommt. Ist dann aber auch sein Fehler. Was war denn das? What? Oh nein! Wir haben eine Maus überfahren. Oder wie? Ich glaube, wir haben eine Maus überfahren, ja. Oh, es tut mir leid. Oder eine Ratte. Oh shit, ja. Jetzt gehe ich als Tiermörder in die Geschichte ein. So, mal hier rüber. Und da oben steht er auch schon wieder. Mal die Fähigkeiten zu verbessern, ist schon eine ganz gute Idee. So, dann haben wir das gleich. Dass er immer aus dem Auto springen muss. Bremsspuren hier. So, nächste Runde. Komm schon. Was machen wir dieses Mal? Wie viele Punkte haben wir denn? Ich weiß es gar nicht. Also ich tendiere jetzt mal, dass wir zwischen 3 und 5 Punkten haben vielleicht. Mal gucken. Sei gegrüßt, so sieht man sich wieder. There you are. Lungs still even, heart still beating. Yet you refuse to live. Perhaps you've forgotten who you are. I know who I am. If you knew, why would you wander like this? I know where I'm going. Tell me again that you're going to the Plains of Silence. That is... That's my destination. I'm gonna cross the Plains of Silence. Ja, 5 siehst du. Sein Ziel ist es, die Ebenen der Stille zu durchqueren. Hm. Wir können hier nicht weitermachen. Erreiche den nächsten Rang, um ein weiteres Zeichen zu benutzen. Oder benutzen zu können. Okay. Das müssen die anderen Sachen erstmal leveln. Hm. Erhöhe Max-Fähigkeit, Waffen länger zu benutzen, bevor sie zerbrechen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Mit Nahrung mehr Gesundheit. Weniger Treibstoff verbrauchen. Länger im Wutmodus bleiben. Ich glaube, da gehen wir mal drauf. Hier machen wir mal 2. Jetzt mit den Waffen machen wir jetzt auch mal auf den Max kommen. Warum nicht? Dann gehen wir noch einmal auf das Benzin. Dann haben wir auch wieder unsere Fähigkeiten ein bisschen verbessert. Bestätigen. So. Und erneut erwachen wir alleine. Nach hinten los.
übel. Okay, was ist mein nächstes Ziel? Wir können einfach hier direkt mal kurz hinfahren. Es ist direkt um die Ecke. Warum nicht? Machen wir jetzt wirklich einfach mal so ein bisschen Sammelei. Gar nichts Großartiges hier. Einfach ein bisschen durch die Welt. Durch die Welt cruisen. Ich dachte gerade, da war irgendwas. Ja, durch die Welt cruisen. Ein bisschen hier die Sachen erledigen. Ein paar Sachen einsammeln. Ist ja auch mal schön. Man muss ja nicht immer hier Missionen machen und die, ja, Story vorantreiben. Großartig. Ich meine, im Endeffekt machen wir ja auch was für die Story. Wir verbessern ja im Endeffekt unsere Fähigkeiten und machen das Land ein bisschen sicherer. Jetzt muss ich hier irgendwie nach oben. Und da ist es auch schon. Der Stein schaut von der Seite aus wie ein Gesicht, finde ich. Okay, es ist irgendwie so ein heiliger Tempel. Und ich habe schon wieder irgendein Viech überfahren, es tut mir leid. Da oben ist eine Festung, ein Scharfschütze. So, was haben wir hier? Ein historisches Relikt, ein Gebäude, eine Baustelle. Ich glaube, die Stadt dieses Wochenende zu verlassen war eine super Idee. Unser Haus war mal da drunter. One day they all came down. All the planes. One by one. Hm. Okay. Das wäre erledigt. Ja, ist sehr gut, entspann dich da oben. So, es ist auch das erste Spiel, in dem man hört, wenn ich einen Scharfschütze anvisiert. So, dann fahren wir mal die Straße hier nach oben. Zumindest glaube ich, dass es das ist, oder? Dass der Scharfschütze quasi so leicht auf uns drauf zielt. Oder ist es einfach nur die Soundkulisse? Kann auch sein. Boah, da oben. Vielleicht machen wir das demnächst auch mal. Als kleine Festung. So, jetzt haben wir hier erstmal die Vogelscheuche. Wir haben ja das Ziel hier, das Gebiet jetzt mal komplett zu reinigen. Na los. Das Minenfeld hier haben wir ja gekonnt hochgejagt. So, wo? Da vorne ist es. Let's go, komm schon. Er hat gesessen. Treibstoffschlucker Stufe 10. So, das wäre auch alles hier. Das ging ja schön schnell. So, eine weitere Vogelscheuche erledigt. Hier haben wir dann direkt den nächsten Suchbereich. Schon vorsichtig. Was ist denn das? Auch schon wieder ein Schiffswrack. Mit, was ist das, eine Boje? Scheint fast so. Keine Leute zu Hause, aber ein bisschen Schrott ist hier. Das war's dann noch nicht. Ne, da kommt noch irgendwas. Hier ist noch ein bisschen Munition. So, das ist aber auch noch nicht alles gewesen. Irgendwas ist ja noch versteckt und wir müssen es noch finden. Was ist es? Hier oben? Oben drauf ist noch was, okay. Machen wir mal den. Nö. Looks like they died embracing each other. Komm schon. Nein! Was ist hier los? Was meint ihr ja gerade, dass sie alle gestorben sind? Hier sind doch gar keine Leichen. Ich spring doch. Ich drück doch auf Springen. Warte. Hier. Nee, er macht es nicht. Hä? Ist es nicht gewollt von hier aus? Anscheinend nicht. Hä? Ja, nee, es ist doch der einzige Weg darüber. Das muss schon stimmen. Okay, warte. Wir werden es hinkriegen. Bin mir sicher. So weit nach vorne wie geht. Hm. Vielleicht, wenn ich einfach sprinte? Nö. Aber das ist jetzt peinlich. Was soll denn das? Ich stelle jetzt auf das Auto hin. Jetzt reicht's mir. Warte. Machen wir das ganz einfach. Einmal kurz den Wagen hier genommen, umgepackt. Na, komm schon.
Nein, da braucht jetzt keiner kommen. Ich habe hier gerade was zu erledigen. Ich glaube, das reicht aber immer noch nicht. Nee, wir haben ja besser. Jetzt funktioniert's, oder wie? Ich glaube, es sagt. So, ein historisches Relikt. Was ist denn das? Spinnen. Oh Gott, nein. Denkst du, das ist eklig, Kumpel? Die Leute werden alle möglichen Krabbelviecher essen, wenn wir in Zukunft keine Ressourcen mehr haben. Ich rede über Kakerlaken, Larven, was auch immer. Außerdem sind sie recht gut, sobald über das Aussehen hinweg ist. Monty. Also, das wäre so ziemlich das Letzte auf diesem Planeten, was ich essen würde. Irgendeine Spinne. Da könnte man echt viel zahlen. Das würde ich wohl kaum tun. Ich meine, in manchen Ländern ist es eine Delikatesse, klar, aber muss jetzt nicht unbedingt sein, finde ich. So, der Zugbereich hier oben. Da muss ja auch nochmal eine Vogelscheuche sein. Schauen wir mal weiter. Na, komm schon. Ich finde den Schädel hinten auch extrem cool, den wir da dran haben. So, ich muss jetzt gleich hier links irgendwo kommen. Oder? Und da vorne sollte es sein. Da juckt mir erstmal die Nase, warte. So, schnell die Nase gejuckt. Tor schwach. Ah ne, warte, da brauchen wir die Harpune. Warte, du kannst gleich reparieren, kurz Geduld. Wir müssen kurz was aufmachen. Es geht schon wieder in den Untergrund hier. So, und einmal den. So, viel Spaß beim Reparieren. Ich hab dir die Haustür weggerissen. Es tut mir leid, Freunde. Aber ich muss da rein. Kannst du bitte nicht ausweichen? Hier. Okay, das war mies. Hier. Okay, das ging ziemlich leicht. Kann ich noch kurz mal plündern? Geht's dir gut? Wo kommst du denn her? Der Bock hier. Okay, das war's dann auch wieder. So, ich will doch nur mal ganz kurz hier rein. Warte, wie war das? So, einmal Licht an. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie will ich immer Pfeiltaste nach oben drücken, um das Licht anzumachen. Das ist ja fast schon echt ein geiles Lager hier unten. Bisschen Schrott. So. Hier auch noch. Haben die sich das echt ausgebuddelt? Boah, das ist schon stark. Hier nochmal ein historisches Relikt. We have no fresh food, only canned and dry goods. Wir haben kein frisches Essen, nur Dosen und Trockennahrung. Hier können wir ein bisschen Hundefutter essen. Wieder was Nahrhaftes. So. Okay, ich denke, das war's dann aber auch schon hier unten. Krass. Das wäre erledigt. Hier auch wieder ein kleiner Grill. Kleiner Fassgrill. Das ist aber auch cool, dass das Fass unten so ein bisschen leuchtet, ne? Weil das Licht da durchgeht. Not bad. Not bad. So, jetzt sollten wir eigentlich gleich fertig sein hier in dem Gebiet. Lass mal auf die Karte gucken. Vogelscheuche, Sniper und Vogelscheuche, dann haben wir es. Und dann sollte hier eigentlich ein Frieden einkehren. Zwei Minenfelder fehlen hier drin noch. Wait, what? Okay, dann müssen wir vielleicht doch nochmal mit Dogmeat losfahren. Hier mit Dinky-Doo. Warte, ich sollte vielleicht auch markieren. Hier drüben ist die Vogelscheuche. Dass hier noch Minenfelder sind, habe ich gar nicht mitgekriegt. Vielleicht sollten wir dann ein bisschen vorsichtiger fahren. So ein bisschen. So, hier oben. Ach Leute. Nö. Jetzt echt nicht. Machen wir Pause. Hey. Machen wir Pause. Entspann dich. Warte. Hier. Danke. So. Kurz die Vogelscheuche hier wegmachen.
Yes, okay. I understand. If you need Chum to come driving, just send the fire. Kann man umfahren? Ist halt übel. Boah, was die mit den Leuten machen, ey. Vor allem, was sind das für welche? Sind das einfach nur irgendwelche Überlebenden oder sind das konkurrierende Gruppen? Also das hier wäre erledigt. Das nächste Ziel würde ich jetzt mal den Scharfschützen nehmen. Und den erledigen. Hier drüben ist auch schon wieder ein Lager. Die sind hier einfach überall. Die Map ist randvoll mit Gegnern und Aufgaben. So, ich fahre jetzt mal hier lang. Wir haben ja kaum Benzin verloren bis jetzt, ne? So, hier direkt vor uns. Müsste er eigentlich irgendwo... Minenfeld! Minenfeld! Vorsichtig! Hier ist ein Suchbereich. Oh. Okay, warte, machen wir zuerst den Suchbereich. Bro, ernsthaft? Hat er sich gerade wirklich einfach anfahren lassen? Oh nein, das sind die! Oh no! Die ekligen! Na komm schon. Jo, ist ja okay. Wir müssen nicht übertreiben. Hier. Mistviecher. Wenn sich so unmenschlich verhält. Und das war's auch schon. Sind wir schon fertig? Hier gibt's ein bisschen Munition. Die Maden müssen wir zum Glück nicht essen. Ja, volle Gesundheit, passt alles. Sonst gibt's hier nichts. Keine Sammelobjekte, nö. Na, schaut gut aus. Oakley Dokley. Das heißt, als nächstes der Scharfschütze. Kann ja nur schief gehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ist der hier auf dem Turm? War der gar nicht. Der stand da einfach nur. Schnell hinschauen. Ich park hier am besten mal. Geh mal kurz so hin. Ja, was? Jetzt, ich muss jetzt mal ganz kurz wieder normal aussteigen. Sekunde. Hier, Max. Komm, du schaffst es. Genau. Sehr gut, übereifrig hier immer aus dem Auto gehechtet. Da oben muss er irgendwo sein. Ja, ich sehe ihn schon. Das wird's lustig, er hat es auch schon gesehen. Komm schon. Na, versuch's doch. Komm schon. Tja, du hattest nur den einen Schuss. Versuch's. Hier. Der wäre weg. Das sind jetzt auf 3. Warte mal, das stimmt echt nicht. Wenn wir jetzt erst Stufe 3 erreicht haben. Munitionsgürtel ist voll. Das sind lauter Ratten. Da hält er sich quasi sein Essen wahrscheinlich. Not bad, aber das wäre erledigt. Und jetzt hier oben noch die letzte Vogelscheuche. Ich weiß nicht, vielleicht... Nee, das stimmt schon. 5 von 6, 0 von 2. Vielleicht ist diese 3 für das ganze Gebiet dann gesehen. Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Wir machen das jetzt einfach mal. Dann sehen wir schon. So, na komm schon. Ja, einfach mal geradeaus. Ich kann auch mal querfeld einfahren. Hier rechts ist ja das Minenfeld. Dann können wir... hier durch. Boah, das sind auch die Windräder, ne? Geil. So, und das hier ist das letzte Ding. Dann haben wir es. Also. Da hat er echt gar nichts mehr gefehlt. Okay, erledigt. Oh, nicht aufs Auto. Vorsicht. Lass mich mal kurz hier rein. Warte, einmal hier. Warte. Hilfe. Ah. So, danke. Ein bisschen Schrott. Aber wenn es so weitergeht, haben wir bald sogar genug Schrott, um unser Lager ein weiteres Mal zu verbessern. Zumindest Cheats Festung. Okay, jetzt wollte ich mal kurz schauen, was ist da hinten. Erstmal schnell mit dem Scharfschützengewehr zoomen. Warte. Zielen. Das sind ein paar Container. Das werden auch wieder Sammelbereiche sein, nehme ich mal an. Jetzt wollen wir ganz kurz was gucken. So.
und wieder weiter.